tun, das halte ich für vollkommen für etwas Verbotenes beinahe. Ich kann nur antworten, wie ich es gemacht habe in meinem Leben. Und ich bin ein wirkliches Angstkind. Solange ich denken kann, war ich ein Angstkind, das immer zu seinen Göttern gefleht hat um Heilung auf allen Ebenen, nennen wir es mal so. Ja? Und ich habe mich aber immer sehr mutig benommen. Ja, und das in jungen Jahren habe ich wirklich an seiner Seite miterlebt. Das war sehr spannend zu beobachten, wie ein Mensch zwischen sich furchtbar fürchten und sich gleichzeitig dauernd was trauen herumschwirrt. Der kleine Franzi, mir hat den André Heller immer in was hineingestupst. Er hat gesagt, da ist vielleicht was, eine Botschaft, ein Lernprozess, eine Erkenntnis, die könnte uns gut tun. Erika, hat er dich auch in was hineingestupst? Also gerade zum Beispiel das Schreiben, das Aufschreiben. Ich meine, er hat ganz viel für dich geschrieben. Er war doch Poet. Da hast du noch nicht geschrieben. Da habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich das aber auch mal ein bisschen, ob ich nicht auch. Gestupst habe ich dich ins Singen. Das total. Also Schreiben hat er mich nicht gestupst, ich habe nur immer schon geschrieben, nur so für mich. Ja, aber dann das Öffentliche. Und dann, als er so neben mir ein schreibender Mensch war, habe ich mich natürlich mehr diesem Schreibenden, selbst ein schreibender Mensch sein, genähert. Aber gesungen habe ich wirklich nur durch ihn, weil er hat mal gefunden, also gut, jetzt, er hat gesungen und warum soll nicht die Erika Blucher... Ich habe einen anderen Plan gehabt und das war zum Beispiel auch etwas, was ich bei dir gelernt habe oder bei unserer Beziehung gelernt habe, nie was man will, sondern immer was wird. Ich war der Ansicht, bin heute noch der Ansicht, aber ich verstehe, warum es so nicht werden sollte, dass die Erika ein Weltstar als Sängerin hätte werden können. Es gab die Dietrich, dann gab es die Knef, also diese Liederschauspielerinnen. Und es hätte nichts dagegen gesprochen, dass die Erika die Position einer Knef bekommt. Aber sie hat gesagt, nicht was du willst, sondern was ich will. Und hat dann begonnen, ihre eigenen Lieder zu schreiben und hat nicht diese Ich bin sehr froh darüber, dass ich nicht eine Knef bin. Ja, das war ganz richtig. Aber ich sag nur, was ich hätte wollen. Musizieren so, je älter ich werde, umso lieber musiziere ich. Und hast ja recht. Nur ich erzähle, was ich damals an Enttäuschung hatte, dass ich nicht der Entdecker und ins Scheinwerferlichtsteller der neuen Dietrich war. Die Erika hätte auch eine Hollywood-Karriere machen können. Wir waren einmal gemeinsam dort. Aber Floridsdorf war stärker. Das ist sehr ehrenwert. Die Erika hat wirklich Wurzeln. Mich wirklich in Weltkarrieren konnte mich nicht drängen. Also, da schauen wir ganz small kurz, is beautiful. Da schauen wir ganz kurz rein in eine. In Hollywood ist auch small. In eine Szene aus dem Showfenster 1970, Gerhard Bronner. Was ist denn das? Das Lied an eine Schauspielerin. Die Platte hat mir gefallen. Und ganz besonders hat mir ein Chanson darauf gefallen, nämlich das Lied an eine Schauspielerin. Hat das irgendwelche persönlichen Hintergründe? Ja, weiß ja jeder. Es gibt in meinem Leben nicht so viele Schauspielerinnen. Es war für meine Frau geschrieben, und zwar bevor ich sie kannte. Ich sehe dich fast nie und brauch dich nicht zu sehen. Ich weiß, dass es dich gibt und das ist gut so. Wir haben einmal en passant geredet. Ich war betrunken und du sagtest, ich bin müde. Erika, stimmt eigentlich die Geschichte, dass Udo Proksch mit dem Megafon am Auto vor deinem Haus, vor deiner Wohnung in Grinzing stand, um den Heller zu vertreiben? Das behauptet er. Das behauptet er. Ich kann mich an das nicht erinnern. An den Udo sehr selektiv. Am Hochzeitsmorgen ist er mit einem Bundesheerfahrzeug aufgetaucht in der Huschkagasse. Ist das nicht eine deiner Geschichten? Nein, das ist eine seiner Geschichten. Na gut. Und hat mit dem Megafon gesagt, Heller, wach auf, jetzt wird's ernst, du Trottel und so. Der Udo war schon auch ein Faktor in unserer Ehe, nicht? Also sie hat einen wirklich guten Griff gehabt für Männer, mit denen man
nicht auszittern kann. Das auch kann wenn sagen. Du diese Geschichte nicht kennst oder auch ausblendest, wir wissen es nicht. Vielleicht hast du noch geschlafen. Warst du damals, weil wir über die Öffentlichkeit reden, um deinen guten Ruf in irgendeiner Form gesorgt? Den habe ich mich eigentlich nie Also ich meine, wenn da einer mit dem Bundeshaftzag in Grinzing auftaucht, im gut bürgerlichen Grinzing, vielleicht habe ich wirklich da werden doch die Leute geredet haben. Ja. Ja, aber die Leute haben immer geredet, natürlich. Und zwar in der Früh, 10 Uhr Vormittag, also sowas auch nicht. Ja. Aber was man sieht, wenn man das alles betrachtet, ist, wir waren Kinder. Wir waren rührende Kinder, die sich ineinander gekuschelt haben, in der Hoffnung, dass wir jetzt das Leben irgendwann mal in den Griff kriegen. Und auch der Udo war ein Mensch voller Ängste, voller Angst. Ich habe wirklich mit diesen Kalibern, die ich da ich werde ja immer nach mir, immer noch. Also ich meine, die ganz, ganz Jungen. Du schreibst doch über sie, du schreibst doch über deine Männer. Viele monieren, dass ich zu wenig über den Heller schreibe. Er hat es noch nicht gelesen, oder? Muss mal lesen, du kommst kaum vor. Aber ich werde mich nicht beschweren, wenn ich nicht vorkomme. Nein, weil ich finde, das ist einfach schon so bekannt. Nicht? Also Erika, wir haben gerade über den Benefit, den ihr auch für das Publikum, für die Öffentlichkeit bringt. Was bringt uns der Heller? Was haben wir von ihm? Einfach eine Persönlichkeit. Ich merke das ja immer, wie man sich bei mir nach wie vor nach ihm erkundigt. Was für ein hohes Interesse die Menschen an seiner Person und Persönlichkeit haben. Und sie verbinden das eben sehr auch mit seinen Fantasien und sein etwas, das wir sind so gegensätzlich in unserer beruflichen Arbeit. Also diese großen, fast spektakelhaften großen Werke. Und ich mache alles eigentlich sehr reduziert und sehr klein. Aber die Menschen sind von ihm fasziniert, weil er... Wie soll ich sagen? Also ich meine das jetzt ganz positiv. Er kann so gut mit Macht umgehen. Und er kann sich der Menschen sehr gut bemächtigen. Das kann ich so nicht stehen lassen, da muss ich Ihnen dazu hören. Ist das tatsächlich ein Umgang mit der Macht? Also es ist natürlich... Nicht jetzt mit einer politischen Macht, sondern mit einer persönlichen Macht. Ich glaube, um ein Wort zu gebrauchen, das sie vorher verwendet hat am Anfang des Gesprächs. Stellen Sie das vor. Sie plakatieren etwas, ja? Und dann kommen Hunderttausende oder mal Millionen Menschen und stellen ihnen das Kostbarste zur Verfügung, das die haben, 2-3 Stunden aus ihrem Leben. Und das ist natürlich eine Macht, die anzulocken. Aber das Entscheidende passiert, wenn die im Raum sind. Wie gehen sie um mit dieser Zeit, die ihnen Leute zur Verfügung stellen? Und ich sage das immer öfter, dass man ja auch immer darauf gefasst sein muss, dass man während dieser 2-3 Stunden stirbt. Ja? Hat ja niemand die Garantie, der Burgtheater geht, dass er nicht nach 10 Minuten von dem Stück einen Schlaganfall hat und tot ist. Was also, du für Gedanken, ja, habe ich mir nie überlegt. Ich denke so. Und je älter ich werde, desto öfter denke ich mir, würde ich an diesem Ort gern sterben, gehe gar nicht erst hin. Ja? Gut. Also ich glaube, dass das was ist, mit dem man nicht schlampig umgehen kann, dass Menschen einem vertrauen und sagen... Ja, aber so viele, viele Menschen dann auch in einen Raum, in eine Umgebung zu locken, muss man sie auch muss man sie dazu bringen, mit einer gewissen... Du, was hast du ja auch gemacht. Wegen dir war ja das Burgtheater ausverkauft oder so. Also ich habe dann entschieden 1982, dass es war immer nur ich allein. Also, im Moment gibt es diese Faszination gerade wieder mit Neuem, Alten, aber doch ganz Neuen, nämlich mit Afrika, Afrika. Das ist letzte ganz Woche, anders. Ja. Letzte Woche Premiere gehabt in Deutschland, ab 22. Oktober dann auch in Österreich unterwegs. Die genauen Termine bei uns auf der Homepage und in der Redaktion zu erfragen. Schauen wir ganz kurz rein, bevor wir darüber reden. Afrika, Afrika, das erste Projekt Ihres Lebens, das Sie wiederholen. Warum? Ja, weil es eben keine Wiederholung ist. Es ist erstens einmal eine Theaterfassung und das Theater bietet ganz andere Möglichkeiten als ein Zirkus. Wir haben eine fantastische Bühnenmöglichkeit mit diesen LED-Wänden, die wir von der Beyoncé da bekommen haben. Die hat was entwickeln lassen und wir durften das jetzt weiter ausprobieren.
Und zweitens, jetzt kommt es zum wichtigen Teil, da gibt es eine neue Generation, die sich selber übers Internet die schwierigsten Kunststücke, Verrücktheiten, exzentrischen Rasereien beigebracht hat. Und die brauchen Arbeitsplätze, die müssen stattfinden dürfen. Wenn wir Lampedusa anschauen, ununterbrochen kommen verzweifelte Menschen nach Europa auf der Suche nach Arbeit. Und das ist ein winziger Versuch, wenigstens 100 Menschen eine Arbeit zu geben. Die verdienen ein Geld, die werden geliebt, bejubelt, die kriegen ein anderes Selbstwertgefühl, die gehen nach Afrika zurück und sagen, wir durften stattfinden. Und das macht dann Sinn. Es macht dann Sinn, sich das anzuschauen, weil man wird so beschenkt mit hohen Energien. Die haben ein Leuchten, das einen beinahe blendet. Aber das ist gerade das, was ich mich in diesen Tagen nach der Tragödie von Lampedusa frage. Wie sollen wir diese beiden Afrika-Bilder verarbeiten können? Auf der einen Seite Afrika, Lebensfreude pur, Fröhlichkeit, Körperlichkeit, ein Fest mit großer Stahlkraft. Und auf der anderen Seite 300 Särge, die vor Lampedusa stehen, Menschen, die tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen, die untergehen. Wie kriegt man das noch hin, was wir mit Afrika verbinden? Das ist die Polarität, in der wir leben. Es ist ja nicht so, dass in der Zeit, in der es Konzentrationslager gegeben hat, nicht auch Schubert und Symphonien und Theaterabende und ermutigende Bücher gegeben hätte. Ich halte das für beinahe ein Verbrechen, Afrika immer auf die Nöte, auf die Korruption, auf die Schrecklichkeiten zu reduzieren. Wie überall auf der Welt gibt es dort Menschen, die eine hohe Begabung haben und die wollen einen Film drehen, die wollen eine Symphonie schreiben, die wollen singen, die wollen malen, die wollen tanzen. Und wir haben nicht das geringste Recht zu sagen, weil ihr so viel Not habt, darf das nicht stattfinden. Wenn die Wiener Philharmoniker ein Gastspiel geben, während in Österreich eine Katastrophe wäre, würde man auch nicht sagen, ihr dürft es nicht ins Ausland fahren. Wir sind jetzt aber auf die gehen die Menschen in Afrika in der Hoffnung, dass die dann wieder nach Hause fahren? Ich glaube, dass viele ein bisschen nachzudenken beginnen, welche Qualität diesen Menschen innewohnt, die wir immer nach Hause schicken wollen. Ich kenne so viele Afrikaner mittlerweile, die so fähig sind und von denen wir so viel lernen könnten. Die sind viel besser im Finden einfacher Lösungen. Einer und so. Von denen wohnt bei mir zu Hause. Ja. Ich habe natürlich einen anderen Bezug zu Afrika. Das ist also jetzt nicht nur Lampedusa, aber es ist auch nicht Afrika, sondern mein Enkelsohn oder Sohn vor dem Gesetz ist eben ein afrikanischer Mensch, ein Saharaui. Und dort geht es jetzt nicht um das totale Elend, aber es geht um eine Nichtermöglichung von Menschen in ihrem Land zu leben, es geht um Flüchtlingscamps. Zur Erinnerung um einen von der Welt vergessenen Konflikt, die Westsahara von Marokko besetzt, das seit vielen Jahrzehnten. Und eine 2600 Kilometer lange Mauer befindet sich zwischen den zurückeroberten und den besetzten Gebieten. Alles weiß die Welt nicht. Du unterstützt seit Jahrzehnten die Befreiungsbewegung, die Frente Polisario. Ja. André Heller baut in Marokko einen Paradiesgarten. Ja, das ist ein bisschen was, über das ich wenig mit ihm spreche. Du kannst gerne mit mir darüber sprechen. Ja, Könntest du ihn besuchen dort? Ich fahre nicht nach Marokko. Also einfach prinzipiell, ich habe nichts gegen die Menschen dort. Man darf nie sagen Marokko und das sind dann die Menschen, sondern es ist einfach, dieses Regime ist mir wirklich sehr, ich kenne mich genau aus, was die Regime aufführen und das ist gruselig. Hat sich auch verändert, es gibt ja einen neuen König. Der ist genauso gepolt wie der alte. Ich erlebe es wirklich in der österreichisch-saharauischen Gesellschaft, Das sind natürlich noch keine Demokratien in unserem Sinn, aber das sind Gesellschaften im Aufbruch. Und der arabische Frühling zwingt alle Nachbarländer auch umzudenken. Und neue. Ist ja leider nicht aufgegangen, dieser Frühling, wenn man jetzt Ägypten sieht. In den Köpfen von Millionen ist er aufgegangen. Und das ist das, worauf ich eben meine Hoffnungen setze. Nicht mehr auf die Parteien, sondern auf das, was Menschen selber zusammenbringen. Und da sehe ich in Marokko ganz starke Veränderungen. Zum Beispiel hat der König im Fernsehen übertragen lassen, wochenlang Schauprozesse, also hätte man das früher genannt, die mit Anklagen gegen seinen eigenen Vater angefüllt waren. Weil das war wirklich ein grausames Regime. Also ich glaube, und ich rede ja auch in Marokko oft über die Polisario-Geschichten, da wird in den nächsten 10 Jahren was passieren. Das ist natürlich für zwei Generationen, die dort aufgewachsen sind, sehr hoffnungslos aus. Also ich glaube nicht, dass Marokko jemals seine Klauen wegnimmt von dem Land Westsahara, weil es einfach ein reiches Land ist. Da gibt es den ganzen Fischfang, es gibt Phosphate, es gibt Erdöl.
Aber ich habe dadurch auch eine so große Solidarität und Liebe für diesen Teil Afrikas, den ich gut kenne. Ja. Ich bin, natürlich kann man das leicht sagen, wenn man nur ab und zu dort ist, aber ich liebe also diese Wüstengebiete, eben dieses ganze Sahara-Gebiet. Ich weiß, was ich sage, es ist dort sehr hart zu leben und ganz schrecklich dort so ausgeliefert zu leben wie die Menschen in diesen Camps. Aber es gibt dort so eine Klugheit und so eine Gelassenheit trotz allem und auch so eine Freude. Also gut, da fange ich ein bisschen Afrika, zu schwärmen. Afrika vereint und entzweit ja, auch in einem. Wie ist es mit der Beziehung zur Next Generation? Wie bist du mit Left Boy und André Heller mit Ignaz? Ja, ich weiß vom Left Boy. Kennen die einander? Ja, ein oder zwei. Der Iggy weiß vom Left Boy natürlich, ja. von seiner Musik her, mhm. ja. Aber ich glaube, getroffen haben sie einander vielleicht mal zufällig einmal, in der grellen Forelle oder irgendwo. Ja, ja. Das ist die nächste Generation, Ignaz, der als Schauspieler seinen Weg macht. Left ja. Boy, der in der Musikszene mittlerweile eine ganz fixe Größe ist. Zwei junge Männer, die mit einer anderen Form der Öffentlichkeit und auch mit anderen Möglichkeiten aufwachsen. Haben sie es schwieriger, haben sie es leichter? Was ist Ihr Rat an sie diese Generation? Es war immer schwierig. Ja, aber jetzt mit Facebook und Internet und all dem, was das dazu tut, auch an Öffentlichkeit. Also ich sehe die positiven Seiten und ich sehe die negativen Seiten. Mhm. Die positiven Seiten sind, dass wenn was Gescheites vermittelt wird, es innerhalb von 12 Sekunden alle auf der Welt wissen könnten. Das Negative ist, wenn was Idiotisches vermittelt wird, kann es innerhalb von 12 Sekunden mhm. auch allen zugänglich gemacht werden. Es stehen im Internet, in den Bereichen, die ich kontrollieren kann, unglaublich viele Lügen, unglaublich viele Erfindungen, unglaublich viele Verrücktheiten. Gleichzeitig hat man Zugang zu dem ganzen Wissen, das einen auch weiser machen könnte. Also man kann da nicht so schwarz-weiß malen. Und mein wunderbarer Sohn, der findet in einer Weltvernetzung statt. Und wenn seine Fans hier schlafen, sind die in Japan wach. Und wenn die in Japan schlafen, dann sind die Südamerikaner am Kiwi. Das ist alles für mich sehr, sehr interessant. Was hätte Internet und Facebook mit dem 17-jährigen André Heller getan? Wäre das eine Welle des Bashings geworden? Naja, ich hätte natürlich viel Shitstorm bekommen, mhm. ja, ganz sicher. Aber du hättest es sicher auch sehr genutzt. Ich bin kein technischer Typ, also auch jetzt noch nicht. Ich schaue es mir an, weil mich die Karriere von Ferdinand interessiert. Ich schaue es mir an, weil ich manchmal, wenn ich im Ausland bin, Zeitungen lese im Internet, aber so der richtige Tag- und Nacht-Surfer bin ich nicht, ich bin ein Lesender. Es gibt von euch beiden eine Facebook-Seite, sowohl von André Heller als auch von Erika Flur. Von dir gibt es eine Facebook-Seite, ja, das gibt's selbstverständlich. Immer. Gibt's ich war gestern auch, drauf. Aber wir betreiben sie nicht. Ich habe eine Homepage, das ist das Einzige, wovon ich weiß. Facebook macht das selber. Ach so, Facebook macht das selber? Ja, ja. Also ich habe das nicht gemacht. Und ich gehe auch nie in Facebook. Und ich finde... Ich möchte wissen, was es da alles gibt. Ich möchte Bescheid wissen, aber auswählen. Welche Rolle spielen diese Medien in eurem Kontakt, in eurer Kommunikation? Wie findet euer Kontakt statt? Ich habe sehr früh eben... Wenn er sich nicht meldet, ist das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Meldet er sich, wenn es ihm schlecht geht, wenn es ihm gut geht? Er meldet sich schon, wenn es wirklich gut an der Zeit ist. Und ich glaube, ich auch. Ja, du sagst manchmal, jetzt melde dich oder ich rufe dich an und... Ja. Dann sehen wir uns oft längere Zeit gar nicht und dann sehen wir uns. Es ist so, als hätten wir uns eh gerade gestern gesehen. Ist schon immer sehr vertraut. Mhm. Aber auf der Seelenebene sind wir ja ganz vertraute Wesen. Ich glaube, wenn wir uns nie mehr ad personam sehen würden, hätten wir damit auch kein Problem. Wir wissen, was wir voneinander zu denken, zu halten, zu lieben haben. Das ist uns klar. Sie haben es bezeichnet als bedingungslose Freundschaft, an deren Beginn eine verirrte, abenteuerliche... Eine verharschte Kindervorstellung ja, von Liebe war. Ja, steht, trotzdem ist es schon so lange her, dass es, hätte es denn gehalten, was denk unmöglich war, dann wäre es schon fast eine goldene Hochzeit heute. Wenn ihr heute zu solchen Festen eingeladen seid oder alte Paare in eurem Freundes-, Verwandtenkreis seht, was rührt das an ihnen? Ist das erstrebenswert, abschreckend, also sentimental? Ich glaube, gemeinsam alt werden, was ist das? Ja, wenn es geht. Es gibt ab und zu Beziehungen, die heute 50 mhm. Jahre. Es geht aber sicher auch nur über Hürden, die einfach durchlebt werden und Veränderungen, die gemeinsam bestritten werden können. Ich glaube... Ich bin ein Einsiedler, glaube ich. Du doch auch, oder? Ich glaube schon, dass ich jetzt in
einem Zuhause angekommen bin. Aber ich würde ein Unterrichtsfach einführen in den Schulen, das den jungen Menschen sagt, heiratet's nicht, bevor ihr euch nicht ein bisschen kennengelernt habt. Diese Verrücktheit, jemand zu sagen, es gibt ja Eltern, die sagen, jetzt bist du schon 24, du musst heiraten, eine Mädel, sonst findest du keinen Mann mehr, vielleicht ist das heute nicht mehr so, aber vor 20 Jahren war es noch so. Die katholische Kirche und alle, die solche Verbindungen, die auf Ewigkeit angelegt sind, unterstützen, müssten wirklich einmal darüber nachdenken, welche Verbrechen sie da begehen. Dass man junge Leute in was hineintreibt, wo die nicht einmal noch wissen, was sind ihre Vorlieben, was wollen sie wirklich werden im Leben. Mit 35 ist man ein grundsätzlich anderes Wesen, wenn man das Leben nicht geschwänzt hat, als mit 24, 26. Also Vorsicht mit Verbindungen, die unter dem Deckmantel der Ewigkeit sind. Man ist auf der Welt, um sich mit sich und der Welt bekannt zu machen, und man muss Sachen ausprobieren. Und ich glaube, dass es nicht falsch ist, wenn man für viele Leute nicht falsch ist und nicht anrüchig, wenn sie viele Beziehungen im Leben haben, weil sie in all diesen Beziehungen auf was draufkommen, worauf sie in der anderen Beziehung nicht draufgekommen wären. Dann gibt es ein paar Wunderkonstellationen, wo man mit 17 jemand begegnet, der einen mit 44 immer noch fasziniert und mit 84 immer noch, und wo man dann Philemon und Bazishaft auf dem Bankel sitzend beim Sonnenuntergang plötzlich einen gemeinsamen Schlaganfall hat und weg ist. Für mich kann ich mir das nicht vorstellen. Also, Sehnsucht hast du schon immer gehabt. Ich wollte gerade sagen, es war dein Ich bin ein Einsiedlerkrebs, aus dem Brustton der Überzeugung, aber irgendwie so einen sehnsuchtsvollen Klang hat es schon auch gehabt. War das tatsächlich eine bewusste Entscheidung nach deinen wahnsinnigen, auch wahnsinnig schmerzvollen Beziehungen, dass du gesagt hast, so, ich will das jetzt nicht mehr, oder hat sich's halt so ergeben? Ich lebe ja nicht vereinsamt. Das ist ja ein großer Unterschied zur Einsamkeit. Ja. Aber ich bin schon im Lauf des Altwerdens zu dem Schluss gekommen, dass ich ein Mensch bin, der letztlich allein einsam leben muss sogar. Ich bin ein Eigenbrötler, ich bin ein Mensch, der sich auch in allen Kontakten, so seltsam das jetzt vielleicht klingen mag, nicht leicht tut. Also das bedeutet aber nicht, dass ich ohne Liebe, ohne Menschennähe, ohne Zuneigung leben möchte. Mhm. Aber dieses von mir ehemals Erträumte, diese Zweisamkeit, das hat sich für mich in meinem Leben einfach als ein Trugschluss erwiesen. Ja, aber man kann ja nicht sagen, eine Beziehung ist gescheitert. Nein, sie ist wenn, ja sie, nein, wenn man 5 Jahre lang mit jemandem zusammen war und davon 3 Jahre sehr glücklich, ja, das eben. Ist ja was. Ja, aber diese Ewigkeitsvereine, ja, die Ewigkeit, das sagt schon der Schnitzler, die gibt es nicht. Es gibt Augenblicke von Ewigkeit. Ich bin fürs Vereinen und bin gegen Vereine. Und ich bin fürs Bewegtsein, aber ich bin gegen eine Bewegung. Und wenn Ehe ein Verein wird, der erstickt, dann finde ich das einfach. Natürlich ist es aus sozialen Gründen für Menschen einfach notwendig. Wir dürfen hier jetzt auch nicht so drüber wegreden. Ja, viele werden Menschen, sagen, die zwei haben leicht reden. Die haben leicht reden, genau. Natürlich. Es gibt Menschen, die haben Kinder und haben eine Wohnung und müssen zusammen es irgendwie schaffen. Mhm. Aber die leicht reden haben, die sollen es auch ausnützen, dass sie leicht reden haben, und sollen sich nicht hineinzwängen in etwas Quälendes, das am Ende einen Krebs hervorbringt. Meine Vorstellung, jetzt bin ich 66, mit 80 würde ich gern unter einem 150-jährigen Baum mit einem langen Tisch sitzen, der schön gedeckt ist, und da rennen die Kinder und die Enkel und die Urenkel herum, und um mich ist meine von mir gewählte Familie, meine Freunde, die Menschen, die ich liebe. Und wir lachen und können auch im richtigen Augenblick schweigen. Das ist doch jetzt eigentlich auch schon so, da musst du gar nicht 80 werden. Ich habe gern viele Leute um mich und ich... Na, wenn du 80 bist, dann werde ich schon das Zeitliche gesegnet haben. Also unter deinem Baum werde ich dann nicht mehr mit dir sitzen. Mach da keine Hoffnung mehr. Aber ich glaube, dass wir zwei ein sehr gutes Exemplar für eine gelebte Beziehung sind. Mhm. Also würde ich sagen, für eine liebevolle, freundschaftliche... Ja, ja.
Also sonst sitzt man ja nicht 50 Jahre später immer noch. Ja, es gibt von Luc Godard den schönen Satz, jede Beziehung hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es muss nicht unbedingt diese Reihenfolge sein, sagt er. Ja. Wir haben im Ende angefangen. Andrea, Sie haben einmal in einer Rede, glaube ich, in einer Laudatio für Erika gesagt, dass sie nicht das gewisse Etwas, sondern das gewisse Ganze hat. Wenn Sie diese Bilder von 1970 gesehen haben und jetzt diese Frau vor sich sehen, wie schön ist sie? Welche Schönheit bleibt? Welche Schönheit ist gekommen? Welche ist gegangen? Ich glaube, dass sie ihr Leben nicht geschwänzt hat, um bei diesem Ausdruck zu bleiben. Und ich glaube, dass viele Leute ihr Leben schwänzen. In dem Sinn, man muss es selber gestalten. Man muss die Herausforderungen annehmen. Man muss sich solidarisieren mit den Bedürfnissen seiner Seele. Man muss auch eine Freundschaft zu sich selber entwickeln. Und vieles von dem hat die Erika, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, sie hat jeden Grund, auf sich stolz zu sein. Und ich schaue sie gern an. Ich habe ihre Stimme immer, wie Millionen andere, für was ganz Besonderes gehalten. Man kann in ihrer Stimme irgendwie liegen wie in einer Hängematte. Es ist... Aber in meinem Leben ein Privileg. Schönheit ist ja auch in meinem Alter, das ist ja auch nicht mehr der Begriff, in den man dann... In jedem Alter gibt es ja Schönheit. Wie man ihn definiert, den Begriff? Also, Entschuldigung. Würdest du doch nicht sagen, dass eine verblühte Rose nicht wunderschön sein kann? Oh, ein echter Heller. Umgekehrt, er wollte immer ein anderes Gesicht haben. Das Gesicht, das er sich einmal gewünscht hat, hat er das heute? Du wolltest ein anderes Gesicht haben? Naja, so wie... Ein Gesicht heute. In unserer Ehezeit... habe ich schon ein bisschen gespart, dass ich mir die Nasen operieren lasse. Aber ich war so mager, dass die Nase auch so groß war. Und ich bin immer, auch das habe ich immer so vergessen, dass du deine Nase operieren alles, wolltest. Alles, was mich gekränkt hat, was mich bewegt hat, was mich erschüttert hat, hast du vergessen. In unserer Ehe hat es auch Granada gespielt, weil sie hat ihre Expusis gehabt und ich. Es ist ihr jahrelang gelungen, sich als die Gute dahinzustellen. Mittlerweile weiß ich natürlich... was wirklich los war. Also wir sind uns nicht schuldig. Wir beginnen jetzt mit Marmortische Teil 2, sehe ich gerade. Ich bin immer so da gesessen, weil ich mir gedacht habe, mit der Nase, das geht nicht. Und irgendwann einmal kriegt man dann das Gesicht, das einem entspricht. Und dafür ist man auch ziemlich verantwortlich. Ja. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute gekommen seid an diesen Tisch. Es war richtig fein mit euch. Dankeschön, Erika Bluha, dankeschön, Andrea Heller. Alles Gute für alle weiteren Projekte, auf das, was kommt, auf das, was ist. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Da vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Es beginnt am 1. November die Gesprächsreihe Andrea Hellers Menschenkinder ORF 3. Andrea Heller in der Rolle als Zuhörer. Ich komme gar nicht vor an diesen Film. Ja, aber Zuhörer ist doch eine neue Rolle für Sie, oder? Ich höre gern zu, weil ich gern gescheiter wäre. Und das kann man nur, indem man gescheit darin die Chance gibt, einem was beizubringen. Also, dann sage ich danke fürs Zuhören ab 1. November auf ORF 3. Es beginnt, glaube ich, mit Alfred Gusenbauer, geht dann weiter mit Johanna Mayer und vielen interessanten Menschen, wo es wirklich lohnt, zuzuhören. Nächste Woche auch bei mir. Es wird zu Gast sein Alexander Huber, der Extremkletterer, der über seine Ängste spricht. Ich begrüße die Schauspielerin Bibiane Zeller und der Chef der neuen Partei im Parlament, Matthias Stolz von den NEOS. Wird hier bei mir sein. Das in einer Woche. Für heute sage ich auf Wiederschauen und gute Nacht.